die herzlich begrüßen und auch unsere Referenten herzlich begrüßen. Menschen vor Profite, ein kritischer Einspruch zum World Health Summit, dem Weltgesundheitsgipfel, der heute in Berlin begonnen hat, gestern schon offiziell eröffnet, heute mit etlichen Grußworten versehen, richtig losgestartet. 1400 bis 1500, wie es in den Pressemitteilungen immer heißt, Experten und Expertinnen aus Wirtschaft, Politik, Gesundheitspolitik, Nichtregierungsorganisationen seien dort versammelt, um über Weltgesundheit zu reden. Der Vorwurf oder den kritischen Einspruch und damit auch die Begründung für diese Veranstaltung, warum wir das hier machen, wird uns jetzt gleich erstmal Thomas Gebauer von Medico International Geschäftsführer erklären. Das Mikro wird Ja, danke, Bernie Pickert. Ja, mit Blick auf die globale Gesundheitskrise, glaube ich, steht außer Frage, dass ein Summit, der sich mit Strategien der Veränderung befasst, absolut notwendig ist. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen eine solche Veranstaltung, sondern nur macht sich fest an der besonderen Ausrichtung und an der besonderen Zusammensetzung dieser Veranstaltung. Ich will das kurz erklären. Wir haben vor 4 Jahren das erste Mal einen solchen World Health Summit hier in Berlin gehabt und der war noch relativ klar wie so ein Raumschiff gelandet und die ganzen Menschen, die sich in der Gesundheitsszene in Deutschland oder sonst wo in der Welt mit Fragen der öffentlichen Gesundheit beschäftigt haben, haben davon richtig wenig mitbekommen. Wir haben damals Kritik geführt und diese Kritik ist auch angekommen. Also vieles von dem, was wir kritisiert haben an der damaligen Konzeption, hat sich jetzt verändert. Es sind andere Rednerinnen und Redner wieder auf dem Programm, es tauchen andere Themen auf, wie zum Beispiel auch die soziale Intervenierung von Gesundheit. Das ist alles wichtig und dennoch wollen wir jetzt mit dieser Veranstaltung nochmal Kritik führen von außen, um auf 3 Probleme, die wir nach wie vor sehen, hinzuweisen. Und das ist einmal das Problem der grundlegenden Konzeption dieser Veranstaltung, dieses World Health Summit, entlang dieses Begriffs World, wo für uns unklar ist, welche Art, welche Welt denn eigentlich wir wollen, beziehungsweise der Summit will. Und da ist ja relativ unentschieden nach wie vor. Ist es eine Welt, die getragen wird von Solidarität und den Rechten von Menschen, oder ist es eine Welt, die bestimmt wird von Business, von Wirtschaft, von Renditedenken? Diese Pole, die sind in dem World Health Summit noch immer unklar und noch immer ein großes Problem. Das zweite, und da werden wir auch dann heute darüber reden können, das zweite Problem liegt in der Konzeption von Gesundheit. Für uns ist klar, dass Gesundheit wesentlich etwas mit außermedizinischen Faktoren zu tun hat, also mit den Zugängen zur Ernährung, die muss ich nicht ausführen, das wird noch geschehen. Und dieser World Health Summit nach wie vor getragen wird eigentlich von der Idee, dass kurative Mediziner, akademische Mediziner sich zusammentun mit Wirtschaft und hier an dieser Stelle etwas verändern wollen, sozusagen von top-down, also ein anderes Konzept von Gesundheit auftaucht. Das wollen wir nach wie vor kritisch hinterfragen, was dort geschieht. Das BMZ hat heute wunderbarerweise das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung eine Presseerklärung zum World Health Summit zu einer Veranstaltung herausgegeben und darin nochmal deutlich gemacht, dass die Staaten alleine mit dem Problem nicht zurechtkommen und sie deshalb einen potenten, starken Partner brauchen und das ist die Privatwirtschaft. Und sie machen sich im BMZ jetzt Gedanken über besondere Geschäftsmodelle, wörtlich jetzt in der Presseerklärung, wie es möglich sein wird, dass man Medizinpillen und so weiter auch in Low-Income-Countries bringen kann. In der Presseerklärung wird ein bisschen das Problem des Konzeptes deutlich. Der dritte Punkt ist schon angesprochen, die Auswahl der Akteure. Wer kommt auf einem solchen Summit wie hier zusammen? Und das sind Vertreter im Wesentlichen, die letztendlich eines deutlich machen, was in der ganzen politischen Debatte überall als Krise der Demokratie bezeichnet wird. Dass Menschen sich zusammenfinden von oben, Akteure, die nicht unbedingt geerdet sind, die nicht von sozialen Bewegungen stammen und gemeinsam dann über die Probleme der Welt nachdenken, in dem Fall Business plus Universität, Wissen plus wirtschaftliche Ressourcen, ich werde dazu noch später etwas mehr erzählen. Aber das sind so 3 Punkte, die wir als Probleme ansehen und die wir gerne jetzt
hier noch mal etwas ausführlicher darstellen wollen. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir alle, warum wir hier sind. Das ist schön so. Und wir sind nicht alleine. Mit uns auf dem Podium ist Silke Helfrich, Melite, sie ist Autorin, unabhängige Aktivistin für Commons. Sie ist Gründungsmitglied dieser Commons Strategies Group, war ein paar Jahre lang Büroleiterin für die Heinrich-Böll-Stiftung in Mexiko und hat mehrere Bücher herausgegeben, zuletzt das dicke, was dort eingebunden herumliegt, Commons. Entschuldigung. 90 Autoren, glaube ich, sind dort versammelt. Viele, viele Beiträge. Man kann sich dieses Buch auch herunterladen auf der Homepage der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wenn man dann so blöd ist wie ich, druckt man das aus als PDF und schleppt dann noch mehr mit durch die Bühne, als das, was dort ist. Aber es ist ein sehr erhebendes Buch. Und zu meiner Seite Rolf Rosenburg, von zu Hause aus Politik- und Sozialwissenschaftler. Arbeitet seit Ende der 80er Jahre zur Gesundheits- und Präventionspolitik, viele Jahre am Wissenschaftszentrum Berlin und seit 2007 Hochschullehrer an der Berlin School of Public Health, an der Humboldt-Universität. Und seit April 2012, wenn ich es richtig nachgelesen habe, sind Sie Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Herzlich willkommen. Wir wollen uns kurzen Eingangsstatements unserer drei Referenten und vielleicht jeweils ein, zwei Nachfragen von meiner Seite aus dem Thema nähern und den alternativen Ansätzen, die man anzubieten hat, also Kritik und alternative Ansätze, die man anzubieten hat zu diesem Weltgesundheitsgipfel, dem, der da jetzt stattfindet. Die Presseerklärung vom BMZ ist übrigens wirklich wunderbar. Es geht um die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Viel deutlicher kann man in Sprache nicht werden. Es ist schon relativ erstaunlich, dass die sowas da so reinschreiben, weil eigentlich ist die Sprache von Entwicklungspolitik immer viel verschleiernder. Das ist eigentlich schon eine erstaunliche Offenheit. Wir wollen jetzt in drei Eingangsstatements mit kurzen Nachfragen dem Ganzen nähern, dann noch ein bisschen auf dem Podium diskutieren und spätestens ab der Hälfte der Zeit, und wenn ich sage der Hälfte der Zeit, dann heißt das nach ca. 45 Minuten, öffnen für Ihre Eingaben, Fragen, Kommentare zum Thema, denn wir wollen ja miteinander reden. Ich würde gerne beginnen mit Silke Helfrich, Commons. In der Gesundheitspolitik geht es ja ganz viel, auch in der Medizin auch, um Patentrechte, um Wissen an, für bestimmte Heilmethoden, wer darf das haben, wer darf es vermarkten. Die Commons verfolgen jetzt so einen komplett anderen Ansatz. Und wenn Sie uns den jetzt mal erklären könnten und was das heißt und so, dann wäre gerade möglich. In knapp 10 Minuten. Ne? Vor 3 Tagen habe ich ein Seminar gegeben hier in Berlin, das ging 6 Stunden und ich bin nicht durchgekommen so richtig. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und jetzt ich die Gelegenheit habe, ein paar Ideen mit Ihnen zu teilen. Und ich will Ihnen auch kurz sagen, wie ich das machen möchte. Ich möchte was über die Sonne erzählen, über Rennautos, über Freibier und die Zeitverausgabungslogik. Und wenn ich bei der Zeitverausgabungslogik bin, bin ich fertig und freue mich auf Ihre Nachfragen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen, ich benutze dieses Beispiel sehr gerne in meinen Vorträgen, den letzten Roman von Philip Roth kennen, Nemesis, wo er in sehr eindringlicher Form beschreibt, was für eine Katastrophe jedes Mal im Sommer über die mittelgroßen westamerikanischen Städte hineinkam in Form der Poliomyelitis. Und das Bedrohliche daran war das Unwissen, nicht zu wissen, wie die Übertragungswege sind und das sich nicht zu helfen wissen. Und das begann dann sozusagen die gemeinschaftlichen Strukturen zu zerstören, weil man sich gegenseitig beschuldigte. Dann war der Sportlehrer schuld, weil er die Kinder zu lange in der Sonne ließ und diese Dinge. Und 1958 gab es einen Durchbruch in der Poliomyelitis-Forschung und John Salk, für mich ein Held der Commons, ist über Nacht weltberühmt geworden. Und es gibt ein wunderbares Interview mit ihm, The Talkshow, damals in dieser Zeit gab es das auch schon. Und da fragt ihn der Moderator, wem gehört denn jetzt das Patent an dem Impfstoff? Und da sagt er, kann man denn die Sonne patentieren? Und was ich bemerkenswert finde an dieser Episode, ist die Selbstverständlichkeit, mit der ein Wissenschaftler von Weltrang sagt, kann man denn meine Forschungsergebnisse patentieren? 40, 50 Jahre später ist die These, die ich gleich aufstellen werde, grenzt sozusagen an Ketzerei. Ich möchte aber noch, bevor ich dann diese These aufstelle, sagen,
dass wir bis 2005 beispielsweise in einem der Länder, die gute und große Produktionskapazitäten im Pharmabereich haben, nämlich Indien, die quasi die halbe Welt mit Generika versorgen, Produktionskapazitäten da sind und bis 2005 eben keine Patente auf Medikamente erlaubt waren und das erst durch Zwang über die Verhandlungen, die Staaten miteinander am Verhandlungstisch führten, und zwar im Rahmen der WTO- und TRIPS-Verhandlungen, das hineingekommen ist. Und wenn wir also sozusagen jetzt wissen, es gibt auch Produktionskapazitäten ohne dieses Instrument und gleichzeitig wird uns immer damit gedroht, dass ohne dieses Instrument sozusagen die Finanzierung von Pharmaforschung nicht möglich ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Und das möchte ich mit einem anderen Beispiel aus einem ganz anderen Bereich illustrieren, dass da tatsächlich was nicht stimmt und dass das nicht nur den medizinischen und Pharmabereich betrifft. Und zwar wissen Sie vielleicht, dass in der Welt gibt es etwa 26 Open-Source-Car-Forschungsprojekte. Also wir gehen ja immer davon aus, dass Autos in der Fabrik produziert werden müssen, weil man dafür unheimlich viel Geld und unheimlich viel Infrastruktur braucht. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der wir sehr komplizierte Geräte auf den Mars schicken, die dort irgendwelche Materialien einsammeln und zur Erde schicken und schaffen es aber nicht, in dieser gleichen Welt Fahrzeuge auf den Straßen Berlins rumfahren zu lassen, die nur 1,5 Liter verbrauchen. Also auch das ist merkwürdig und das stimmt irgendwas nicht. Eines dieser Open-Source-Car-Projekte heißt Wikispeed, das ist das bekannteste, steht inzwischen auf den Automessen neben Porsche. Da haben 120 Entwickler unter Nutzung von freiem Wissen und freien Instrumenten in 3 Monaten den Prototyp eines 1,5 Liter Autos entwickelt, 5 Sterne Sicherheitsstandard. Und ihr Ziel, das steht also sozusagen in den Statuten von Wikispeed, das ist das Social Good. Sie bekamen neulich Joint Venture Kapital angeboten und haben das abgelehnt. Und damit bin ich bei meiner ersten These: intellektuelle Eigentumsrechte sind nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern führen auch in ein gesundheitliches Desaster. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Was macht es, also sozusagen, was muss passieren neben diesem Umdenken, was offensichtlich in den letzten 40, 50 Jahren so massiv stattgefunden hat, von einer Zeit, wo ein Top-Wissenschaftler es noch für selbstverständlich hält, den Impfstoff der Weltgesundheitsorganisation zur treuhänderischen Verwaltung zum Wohle der gesamten Menschheit zu übergeben, bis heute. Es muss natürlich einerseits dieses Denken wieder in anderen Kategorien stattfinden, aber es muss eben andererseits auch möglich sein, dass wir die Dinge, die wir zum Leben brauchen oder zur Gesundheitsversorgung brauchen, in einer anderen Logik produzieren. Und das Schöne gerade in dem Bereich, über den wir reden, ist ja, wir haben in der Commons-Diskussion, das kann ich nur sehr kurz machen, es mit 2 großen Ressourcenbereichen zu tun. Den natürlichen, die immer weniger werden, wenn wir sie teilen. Also so zum Beispiel, wenn ich das Wasser trinke, können Sie es nicht mehr trinken. Und den Ressourcen wie Wissen, Ideen und Code, die immer mehr werden, wenn wir sie teilen. Und ich glaube, dass der zentrale Paradigmenwechsel, der stattfinden muss, sein muss, in der Art, wie wir produzieren und in der Art, wie wir sozusagen unsere Institutionen designen, derjenige sein muss, dass wir die Logik der Fülle, die eine zentrale Eigenschaft von Wissen, Ideen und Code ist, reproduzieren dadurch, dass wir sie freigeben. Und mit frei meine ich frei, wie in Freiheit und nicht wie in Freibier. Was ich also gerade gesagt habe, heißt nicht eine Welt ohne Geld, sondern heißt eine Welt der freien Zirkulation von Wissen, die in ihrer Finanzierungslogik nicht der Idee der Verwertung folgt. Und das ist ein Begriff, der bei uns in diesem Buch und weltweit unter dem Stichwort Commons-basierte Peer-Produktion diskutiert wird. Mit Commons-basierter Peer-Produktion, da können Sie Software produzieren. Ich behaupte aber auch, Sie können ganz viel Wissen, das im medizinischen Bereich und in der Pharmaforschung gebraucht wird, so miteinander teilen, dass der Investitionsbedarf extrem nach unten geht. Ganz ähnlich, wie wir das bei Wikipedia kennen oder gerade von Wikispeed gehört haben. Diese Merkmale also von Commons-basierter Peer-Produktion sind
am Bedürfnis, am Problem orientiert. Ein Problem lösen, ein Bedürfnis befriedigen und nicht am Tauschwert orientiert. Die zentrale Frage ist, was brauchen wir und was brauchen die anderen? Und nicht, was will ich dem anderen verkaufen? Und dafür ist eine Grundbedingung, dass wir Grenzen setzen in der Nutzung materieller Ressourcen, aber frei zirkulieren lassen, was einer Logik der Fülle folgt. These 2 also, freies Wissen senkt erheblich die Gesundheitskosten. Denn genau das, was wir heute in diesem Modell in die Forschung stecken, sind die Gesundheitskosten von morgen und natürlich, also für unsere Sozialversicherungssysteme von morgen, und es sind natürlich, wenn wir damit sozusagen Medikamente produzieren, die sich Menschen in Indien oder Nepal oder Botswana nicht leisten können, sind das die Lebensqualitätskosten von heute. Und damit bin ich bei einem Beispiel, das mich ziemlich also auch bewegt hat, um einfach die Dimension dessen nochmal deutlich zu machen und auch die Finanzierungsfrage anzusprechen, weil man die nicht außen vor lassen kann. Sie kennen vielleicht diesen Fall von Bayer, der das Krebs, also den Wirkstoff Sorafenib in seinem Medikament Nexavar war international vermarktet, und Indien hat dann über den Mechanismus der Zwangslizenz, der ja im TRIPS-Abkommen vorgesehen ist, also ermöglicht, dass eine Generika-Produktion stattfindet. Der Preis, den Bayer auf dem indischen Markt anbieten wollte, die sind damit, glaube ich, auch vor Gericht gegangen, liegt beim 41-fachen des Jahreseinkommens, des indischen Jahreseinkommens. Der Preis, den die indische Generika, jetzt habe ich den Namen vergessen oder nicht notiert, ich glaube Netra heißen die, Generika-Firma anbietet, liegt um 97% niedriger. Ich habe das also schon gesagt, es kommt auf die Art, wie wir Dinge herstellen und den Zweck, zu dem wir Dinge herstellen, der auch den Preis dieses Dings definiert. Und wenn wir sozusagen diese Logik von dem Kopf auf die wieder auf die Füße stellen, dann wird das die Lebensqualität, die Zugangsmöglichkeiten gerade für Arme zu Medikamenten, lebensnotwendigen Medikamenten, nicht nur erheblich verbessern, sondern eben auch die Gesundheitskosten von morgen senken. Nur eine Zahl dazu, um nochmal zu sagen, ja, die Entwicklungskosten sind ja immer zu hoch. Bayer gibt die Entwicklungskosten für diesen Wirkstoff und dieses Medikament Nexavar mit 275 Millionen US-Dollar an. Da sind die Steuervergünstigungen noch nicht drin, und da ist mitgerechnet, was der Partner eine andere private Firma mit eingebracht hat. 275 Millionen US-Dollar. Allein im Jahr 2011 lag der Umsatz nur mit diesen Medikamenten bei 950 Millionen Dollar. Es geht also nicht um die Investitionskosten, um den Return on Investment, es geht um den Profit. Dritter Punkt, es betrifft eigentlich dann wieder unsere Lebensverhältnisse. Ich bin sehr froh, dass die Redner, die mir folgen, also da viel intensiver drauf eingehen werden und ich mir das sparen kann. Ich wollte nur einen Gedanken an der Stelle mit Ihnen teilen. Wenn wir schon sozusagen bei der Logik von commons-basierter Peer-Produktion sind, einer Gebrauchslogik statt einer Tauschlogik, einer Logik des freien Wissens statt einer Logik der intellektuellen Eigentumsrechte, dann gehört da auch dazu, dass das, was wir derzeit erleben, nämlich die Verbetriebswirtschaftlichung vom Gesundheitswesen und vom Bildungswesen, die Betriebswirtschaftlichung der Gesellschaft gewissermaßen, die folgt ja einer Zeiteinsparungslogik. Also, je mehr wir produzieren, je schneller unsere Studenten durch die Uni sind, umso besser. Je mehr wir produzieren pro Zeiteinheit, umso besser. Die Commons ticken sozusagen genau umgekehrt. Je mehr Zeit wir darin verbringen, umso besser. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass, wenn wir uns fragen, persönlich, aber auch, ich glaube, das zeigen auch alle Studien, was gute Lebensqualität ausmacht, dann sind es gelingende Sozialbeziehungen. Dann ist es die Idee von Eingebundensein, von Freiheit in Verbundenheit. Nicht nur von Freiheit in verstanden als liberale, individuelle Freiheit, Abwehrrechte gegenüber dem Staat, sondern von Freiheit in Verbundenheit und gelingenden Sozialbeziehungen. Und wie wir alle wissen, wenn wir keine Zeit mit unseren Freunden verbringen, keine Zeit unserem Garten widmen, keine Zeit haben, eine halbe Stunde am Tag spazieren zu gehen, dann sagen die Statistiken der psychosomatischen Krankheiten, ist das eine ziemliche Katastrophe. Und damit bin ich bei meiner allerletzten These. Diese besondere Qualität der Zeitverausgabungslogik in den Commons
muss Größe und Bezugsrahmen von jeglichem Finanzierungsmodell und Institutionalisierungsmodell in unserem Gesundheitswesen werden. Ja, auch von mir aus einen guten Abend und machen Sie mal weiter. Ich hätte noch eine Frage gehabt, aber das können wir auch manchmal machen. Nee, viel besser, wenn Sie jetzt fragen. Okay. Ja, also ich komme jetzt in eine etwas anderen Ecke her. Ich gehe ein bisschen in die Geschichte. In den industrialisierenden Ländern des 19. Jahrhunderts in Europa war bekanntlich die Tuberkulose die häufigste Todesursache. Man wusste nicht, wo sie herkam. Man wusste, kannte erst den Erreger nicht so richtig. Und in der Zeit von, seitdem man begonnen hat, Epidemiologie zu betreiben, das heißt Häufigkeiten zu messen, 1840 bis 1940, als dann die erste Chemotherapie auf dem Markt war, ist die Krankheit in ihrer Vorkommenshäufigkeit auf ein Achtel ihres Ausgangswertes gefallen, ohne alle Medizin. Und man hat das lange erforscht und es war die Ernährung, es waren die besseren Arbeitsbedingungen, es war die Schulpflicht, es war die Assanierung der Städte, es war sauberes Wasser und es war sauberes Abwasser. Das war dieses. Wenn wir auf das heutige Krankheitspanorama gucken, wo wenige große Erkrankungen als Kreislaufkrankheiten, Krebs, Muskel-Skeletterkrankungen, Diabetes, chronische obstruktive Lungenerkrankungen und mit den stärksten Steigerungsraten die psychischen Erkrankungen ungefähr 3/4 des Krankheits- und Sterbegeschehens in reichen Ländern ausmachen, dann fragen wir auch, was tut die Medizin, was kann die Medizin dazu tun? Auf den ersten Blick sieht das gut aus. Weil die Lebenserwartung steigt oder im Durchschnitt steigt auch das Alter, in dem diese chronisch degenerativen Erkrankungen sichtbar werden. Aber wir haben mal, als ich noch im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Gesundheitsfragen saß, mal ausgerechnet, wie hoch ist eigentlich der Beitrag der Medizin zu diesem Fortschritt. Und zwar in den Zeiten ab 1950, also als es wieder einigermaßen normal hier bei uns zuzugehen begann. Und da haben wir festgestellt, der Beitrag der Medizin zu diesem gesundheitlichen Fortschritt beträgt beim Frauen 20-40%, je nach Schätzung. Das ist der höhere geburtshilfliche Anteil, weil bei Männern ist der Anteil noch niedriger, 10-30%. Das heißt, 70-90%, je nach Schätzung, des gesundheitlichen Fortschritts in Bevölkerungen gehen auf nichtmedizinische Entwicklungen und Interventionen zu. Nehmen wir ein drittes Beispiel, die AIDS-Pandemie. Wir haben in Deutschland die niedrigsten Neuinfektionsraten neben Finnland in Europa. Und da war noch gar keine Medizin, als das erreicht wurde. Und seitdem die wirklich wunderbaren Medikamente auf dem Markt sind, hat sich diese Ziffer auch nicht wesentlich nach unten verändert. Das heißt, wir haben auf allen Gebieten, wo wir hingucken, wenn wir auf Bevölkerung gucken, die Bestätigung des großen Satzes von Rudolf Virchow, was nur im Jahr 1848 über die Quellen der Gesundheit, es sind Bildung mit ihren Töchtern, Wohlstand und Freiheit. Und Rudolf Virchow hat auch den Satz genannt, formuliert, wie man da hinkommt, und das ist die totale, unumschränkte Demokratie. Das ist der, sozusagen der Ansatz von Public Health. Und ich würde auch mal sagen, dass auch für die absehbaren Entwicklungen, denn das ist eine Strategie des medizinisch-industriellen Komplexes, damit umzugehen, große Versprechungen zu machen, die Biotechnologie, die Genetik, die Epigenetik, die Neurowissenschaften. Wenn man wie ich 40 Jahre im Geschäft ist, dann gibt man auf solche Versprechungen nicht mehr viel, weil die kommen jährlich und sie werden eigentlich nie eingelöst. Immer geht es aber darum, bei diesen Behauptungen sozusagen die Dominanz der Medizin für das gesundheitliche Geschehen zu behaupten. Und in diesem Kontext sehe ich eigentlich auch den World Health Summit. Und gemessen an der Bedeutung nichtmedizinischer Entwicklungen und Unternehmungen, zum Beispiel Prävention und Gesundheitsförderung, ist sozusagen das Gewicht in der Gesundheitspolitik, was solchen Strategien gibt, und das Geld, was dafür ausgegeben wird, lächerlichst gering. Wir haben in Deutschland kein Präventionsgesetz, natürlich haben wir kein Präventionsgesetz. Wir geben ungefähr 1,7 Promille dessen, was die Krankenkassen für Versorgung ausgeben, für Primärprävention aus. Es wird alles ungeregelt gemacht, ohne Qualitätssicherung, ohne Zielbezug, ohne besondere Bezug auf die sozial Benachteiligten, obwohl da die größten gesundheitlichen Potenziale liegen. Das ist sozusagen ein echtes Feld der organisierten Verantwortungslosigkeit und der organisierten Vernachlässigung. Und die Frage ist natürlich, warum ist es so? Ein Grund besteht eben in dem Verhalten, in dem Verhalten und den Strategien
der Medizin und des medizinisch-industriellen Komplexes. Das schöne Wort medizinisch-industrieller Komplex habe ich nicht erfunden, sondern es ist von Herrn Relman, dem Chefredakteur der New England Journal of Medicine, also nicht gerade einem linksradikalen Organ, der das schon im Jahr 1982 identifiziert hat und gesagt hat, das ist das System, was unsere Wahrnehmung und die staatliche Umgang mit Gesundheit bestimmt und nicht etwa wissenschaftliche Erkenntnisse. Und da muss man zwei Faktoren unterscheiden. Da ist zum einen sozusagen das Bestreben der großen alten Profession namens Medizin, die Allkompetenz für das Feld Gesundheit aufrechtzuerhalten und sich auf diese Weise sozusagen durch die ganzen empirische Gegenevidenz gegen diese narzisstische Kränkung der Allkompetenz abzuschotten und davon zu unterscheiden, aber engstens damit verbündet und deswegen auch wunderbar für strategische Allianzen anfällig oder geeignet, sind die Verwertungsinteressen der beteiligten Industrie- und Dienstleistungsbranchen, über die Silke Helfrich gerade so zutreffend gesprochen hat. Denn es geht im Kern darum, dass sozusagen Medizin als individuelle Dienstleistung und die Produkte und Dienstleistungen des medizinisch-industriellen Komplexes darauf aus sind, Produkte und Dienstleistungen hervorzubringen, die dem Tausch, dem individuellen Tausch zugänglich sind und deshalb in eine Marktgesellschaft passen. Was wir als Public Health produzieren, passt nicht in die Marktgesellschaft. Wir beziehen uns auf sozial Benachteiligte, von Kaufkraft wenig oder kaum eine Spur. Wir intervenieren gruppen- und institutions- und sozialräumlich bezogen, also haben wir da gar keine Kunden. Und wir investieren eben in Bereiche, und wir investieren mit Instrumenten, wo der individuelle Tausch, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas da zurück, ich leiste etwas dafür dich und du bezahlst mir dafür, einfach nicht anwendbar ist. Und deswegen haben wir da immer schlechte Chancen. Die Medizin, das Medizinsystem produziert ganz, ganz viele Strategien, um den Beitrag der Nichtmedizin zur Gesundheit klein zu halten oder uns als oder den scheinbaren Gegensatz zwischen Sozialromantik und harter Wissenschaft hervorzuheben oder die Behauptung hervorzubringen, medizinische Maßnahmen seien doch sehr viel effektiver. So wurde uns im Anfang der 70er Jahre die gesamte Früherkennungslogik übergestülpt, von der man spätestens heute weiß, Cochrane Center hat es gerade letzte Woche wieder groß hervorgebracht, diese groß angelegten Screenings, gesunden Untersuchungen führen zu überhaupt keinen gesundheitlichen Fortschritt in der Bevölkerung oder es wird eben sehr viel versprochen. Herr Ganten, der Initiator des World Health Summit, hat 1990 schon versprochen, dass im Blick auf die Produkte der Genetik aus der genetischen Forschung stammt, 1994 das Problem des Bluthochdrucks weltweit im Griff sei. 1994 das Problem des Bluthochdrucks, weltweit im Griff. Davon hagelt es und das ist für jemanden, der auf diesem Gebiet ernsthaft arbeitet, ärgerlich und es ist ein Dauerärger und ich rede auch heute hier über einen Dauerärger von mir aus 40 Jahren. Es kommt aber noch etwas hinzu. Es ist eine allgemeine Beobachtung, je konservativer die Zeiten sind und wir leben, würde ich schon sagen, eher in konservativen Zeiten, desto verengter naturwissenschaftlich ist die Wahrnehmung von Problemen, nicht nur von Gesundheitsproblemen, aber auch von Gesundheitsproblemen und desto größer ist die Präferenz auch für medizinische und technische Lösungen. Und diesem Übergewicht, das ja auch dann durch eine Publizistik, die natürlich auch viel mehr auf den einzelnen Fall und die Herzklappe und dies und jenes schaut, erfolgt auch die institutionelle Entwicklung in Public Health auf dem Gebiet der Wissenschaft, also die akademische Entwicklung. Hier in Berlin haben wir sehr gut angefangen an der Technischen Universität und dann musste die Technische Universität sparen und dann wurde der Studiengang verlagert. Er kam an die Charité hierher. Und da bin ich dann auch mitverlagert worden und dort ging es eigentlich nur bergab. Also wir haben heute noch eine medizinische Versorgungsforscherin als Professorin auf dem Gebiet. Die einzige Sozialwissenschaftlerin geht jetzt in Pension. Wir haben in Frankfurt-Main an der Goethe-Universität ein wunderbares Projekt gehabt, die Zentrum für die psychosozialen Grundlagen der Medizin. Das ist völlig aufgelöst. Da gibt es einen Sozialwissenschaftler, der ist als akademischer Rat den Rest seines Arbeitslebens in einem neurowissenschaftlich ausgeprägten Institut für Arbeitsmedizin verbringen wird. Und so haben wir eigentlich ganz viele eher dauernd immer verschlechternde Bedingungen für Forschung. Und aus der Forschung, bei Public Health Theorie und Praxis ist, folgt auch immer Praxis,
Die Bedingungen verschlechtern sich also derzeit in Berlin mit einigen Ausnahmen. Ich nenne Bielefeld, zum Teil Düsseldorf, ein bisschen Hannover. Und in dem Kontext haben wir im letzten Jahr eine ganz neue Initiative gehabt, die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften in Deutschland, die nach ihrem eigenen Selbstverständnis immer noch die Akademie der Naturforscher ist, hat den Herrn Ganten losgeschickt, um eine Public Health Denkschrift zu machen. Er ist damit ziemlich auf Widerstand gelaufen, weil es arg sehr holprig imperialistisch daherkam, und hat dann die Leopoldina dazu gebracht, sozusagen jetzt das ganze Feld neu aufzustellen, neues Leitungsgremium, weil eben dieser erste Ansatz völlig im Gestrüpp geendet ist. Und wir gleichzeitig soll ein Paris-Berlin-Zentrum für Public Health an der Charité gegründet werden. Da geht es ausdrücklich darum, die Erkenntnisse der Biomedizin in Strategien umzusetzen. Von was anderem ist in den Gründungspresseerklärungen gar nicht die Rede. Und in dem Kontext sehe ich eben auch den World Health Summit. Das ist wieder ein Versuch für mich der unfreundlichen Übernahme eines Gebietes, was einem nicht gehört, was einem aber gerne gehören würde. Und da waren die ersten drei Veranstaltungen reiner Etikettenschwindel. Die erste Veranstaltung dazu, von Medico veranstaltet, kam noch zu dem wunderbaren Ergebnis No World, No Health, No Summit. Das ist gar nichts, was da läuft. Das hat sich geändert und das zeigt dann eben auch die Flexibilität. Flexibilität besteht nicht, dass die Sponsoren gewechselt haben. Die Sponsoren sind ungebrochen, Sanofi und Novartis und SAP und wie sie alle heißen und Siemens, also Medizintechnik, Böhringer Ingelheim und die daran gut marktmäßig verdienen können. Und auch das Programm enthält alte Bekannte, also wie bringen wir neue Medizin in Low-Income-Markets. Aber die Veranstaltung hat jetzt immer mehr allerhöchste Weihen, Angela Merkel, Herr Hollande schreiben Grußworte. Und das Bild hat sich auch gemischt. Wir haben wirklich auch ein paar bekannte und beliebte und fundierte Public Health Sprecher auf dem World Health Summit. Unsere unvergleichliche Ilona Kickbusch, Mitverfasserin der oder Initiatorin der Ottawa Charta, eines unserer Superbezugsdokumente, spricht da. Und für mich stellt sich eben einfach die Frage, weil das ja alles nicht zum ersten Mal passiert und weil wir ja alle auch irgendwie politische Erfahrungen haben, was ist jetzt vernünftig? Reingehen und aufweichen oder sauber bleiben und angreifen? Das ist für mich auch die Frage des Abends. Viele von uns hätten auch die Möglichkeit, würde mich da nicht ausnehmen, in der Charité herumzusitzen. Es ist da viel hübscher, weiß ich jedenfalls, sind die Buffets gratis und so weiter. Und man hat eigentlich immer die Chance, sozusagen, das, was ich jetzt sage, auch denen, den Medizinern, den Medizinstrategen und den Staatsfunktionären zu erklären. Ich verstehe Ilona Kickbusch, mit der ich gut befreundet bin, dass sie da reingeht. Die ist gelernte Diplomatin. Die weiß, man muss jede Idee nutzen, man muss alles versuchen aufzuweichen. Meine Lebenswege und meine Lebenserfahrung ist da ein wenig anders. Ich bin diese Debatten, die ich jetzt extrem kurz und auch sicherlich überspitzt nur skizziert habe, so müde, weil sie immer die gleichen, die drehen sich wie ein Hamsterrad und man ist als Intellektueller gezwungen, immer wieder die gleichen, auch masochistischen Bedürfnisse seiner Diskussionspartner zu bedienen, dass ich für mich persönlich beschlossen habe, also ich stehe für solche Unternehmungen nicht mehr zur Verfügung. Ich werde mich auch weiterhin darauf konzentrieren, sozusagen, wenn Sie so wollen, die reine Public Health Lehre zu verkünden, weil ich glaube, es gibt da auch wenig Kompromisse. Es gibt den Kompromiss, will ich Markt und will ich Individuum oder will ich Gleichheit und will ich Gesundheit. Und deshalb sitze ich hier und nicht in der Charité. Dass Sie hier sitzen und mich in der Charité bewegen, mich gar nichts von Ihnen. Dass Sie mich helfen, keine Frage haben stellen lassen, stelle ich Ihnen jetzt auch keine, sondern gehe direkt über zu Thomas Georg. Kannst du ja die Frage, die gerade formuliert worden ist, reingehen, Kompromisse, Diskussionen, Eingriff ausüben dort oder von außen angreifen, gleich mit aufnehmen und sagen,
Was ist eure Überlegung dabei? Ich denke, dass da sich noch einiges tun muss, bevor man dann wirklich richtig mit gutem Gewissen reingehen kann. Aber dazu soll auch so eine Veranstaltung mit dazu beitragen, dass wir auf diesen jetzigen Kongress, so wie er jetzt stattfindet, Einfluss nehmen und hoffen, dass das, was hier als Kritik formuliert wird, dann auch fruchtet und die Sache sich nochmal ändert. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil die Tendenz, die Rolf Rosenburg gerade geschildert hat, sehr eindeutig ist. Also es ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht besser geworden. Der Abbau der Sozialmedizin und seiner Bedeutung, ihrer Bedeutung in den Universitäten ist eindrücklich geschildert. Alles das ist Realität, aber gleichzeitig gibt es einen solchen Übertragshandel, was ja erstmal überraschen sollte. Die eine Tendenz spricht dagegen und dann kommt so etwas. Die Frage ist, ob ein solcher, da will ich kein bisschen was dazu sagen, ob ein solcher Summit, so wie er jetzt konzipiert ist, tatsächlich dann zu dem beiträgt, was, da will ich den Satz von Fürch und gerne aufnehmen, was mit Demokratie zu tun hat, als Grundvoraussetzung, das alles wirklich in Gang zu setzen. Wir haben es hier mit einer Veranstaltung zu tun, die, und das ist jetzt nochmal auch der Originalton Ganden, der Griff Ganden, dazu beitragen will, dass Wissenschaft Expertise entfaltet, die Einfluss nimmt auf Politik und zur Veränderung beiträgt. So hat er so ein Interview gesagt. Und das klingt erstmal klar, gut, und man muss dann fragen, ja, was ist jetzt Wissenschaft, was ist Politik? Gibt es so etwas wie Erkenntnis pur, was er wahrscheinlich von sich aus behauptet, oder ist Erkenntnis nicht immer auch geleitet durch bestimmte Interessen? Und ich glaube, da ist es notwendig, genau hinzuschauen. Gibt es wirklich diese 130 unabhängigen akademischen Institutionen, von denen er spricht, die dann jetzt zusammenkommen und sozusagen interessenfreie Erkenntnis produzieren, die dann als Politikberatung wirkt? Oder ist da nicht etwas im Gange, was möglicherweise auch wirklich der genaueren Betrachtung verdient? Ich will ein Beispiel geben. Es diskutiert die ganze Welt jetzt über ein neues Konzept, das heißt Universal Health Coverage. Also allgemeiner Zugang zu Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall. Es ist davon auszugehen, dass dieses ein Millennium Development Goal werden wird, ein Entwicklungsziel in der Post-2015-Zeit. Alle bereiten sich darauf vor, was sind die neuen Entwicklungsziele für die Welt. Man kann sagen, okay, alle haben Zugang zur Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall, ist wunderbar, aber was heißt das konkret? Und jetzt gibt es unglaublich viele Expertenrunden und Forschergruppen. Chatham House hat etwas, die norwegische Regierung, alle sind damit befasst, laden Experten ein, diskutieren, auch der Kongress diskutiert darüber. Was kann es heißen? Es geht das Gerücht rum, dass Mexiko zum Beispiel innerhalb von einem Jahr Universal Health Coverage erreicht, also alle sollen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Das halte ich für ein Gerücht. Hier wird deutlich, dass nur quantitativ gemessen wird. Und letztendlich dieses Ziel genutzt wird, um politische Legitimationsprobleme zu mildern. Eine Regierung kann sagen, wir haben für alle einen Zugang in Gesundheitsversorgung, aber sie hat noch nicht definiert, was das bedeutet. Es ist dann eben selektiv Universal Health Coverage, also keine umfassende, keine comprehensive Universal Health Coverage. Und es werden viele Dinge einfach da nicht zugelassen. Oder es kann bedeuten, dass einfach nur Mittel bereitgestellt werden aus den öffentlichen Etats, um der Industrie Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Auch das kann im Hintergrund einer solchen Debatte stehen. Und dann würden entsprechend Entwicklungen in Gang gesetzt, die nichts, aber auch gar nichts zu tun haben mit dem, was wir eigentlich darunter verstehen, nämlich das Recht auf Zugang zu höchstmöglichen Standard von Gesundheit, wie es in den Menschenrechten geschrieben ist. Und das schließt die Prävention explizit mit ein, von der Rolf Rosenbruch schon gesprochen hat. Geht es also darum, nur den Tod zu vermeiden, um das Leben zu verbessern, oder geht es tatsächlich um Lebenswirklichkeiten, von denen Silke Helfrich gesprochen hat? Es macht immer noch Sinn, genau hinzuschauen, mit welchem Interesse Experten unterwegs sind, und wenn ich jetzt den World Health Summit mir genau anschaue, dann wird es dann durchaus auch düster, weil es sind eben nicht nur Elmar Kiebusch und andere, die ich sehr schätze, da, sondern wenn man genauer schaut, viermal so viele Keynote-Speakers, Hauptredner von der Industrie, als von jungen Mittel-Income-Countries. Hier wird eindeutig klar, welche Dominanz auch in den Rednern und Listen auftaucht.
Und ich will nicht jetzt den Ackermann hervorheben, der auch morgen reden wird oder heute schon geredet hat, ich weiß es gar nicht, der letztendlich nur symbolisch dafür steht, was an Problemen, oder Wolfsburg hat sie schon genannt, dort existiert. Also die interessengeleitete Erkenntnisproduktion durch Pharmaindustrie, Versicherungswirtschaft und so weiter. Es werden die Leute, die eigentlich auch Wissen beizusteuern hätten, nämlich Alltagswissen, die gar nicht einladen. Die sind nicht da. Und ich will am Ende sagen, was dafür notwendig wäre, damit sie dazukommen. Der Defgan ist noch immer von der Idee beseelt, dass es offenbar reicht, wenn akademische Medizin sich mit Privatwirtschaft zusammentut. Ja, Wissen und Ressource. Wissen, Universität und Wirtschaft, die zusammen sind imstande, sozusagen das Geschehen zu verändern. Und wenn man jetzt mit Akademikern diskutiert, dann heißt es oft, ja, was sollen wir denn anders machen? Das ist eine Frage von Realismus. Wir können doch gar nicht anders handeln, es muss doch pragmatisch zugehen. Wir haben zu wenig Geld, das sagt das BMZ in ihrer Erklärung auch. Also müssen wir doch auf die Privatwirtschaft zugehen. Wir brauchen doch das Geld. Das ist auch wieder so eine Erkenntnis, die zu hinterfragen ist. Wenn Sie genau schauen, mangelt es nicht an Ressourcen. Es sind in dem Gesundheitssystem, weltweit hat die WHO gerade berechnet, 6 Billionen Euro. Das macht pro Person bald um die 1.000 Euro, nicht ganz so viel. Dollar, Entschuldigung, das ist eine Menge Geld. Und wenn man sich anschaut, dass in Botswana zum Beispiel jährlich pro Kopf 14 Dollar ausgegeben werden und hierzulande für viele auch nicht gerade nutzvolle Medizin, auch das ist schon angesprochen, 3.000, dann ist es immer eine Frage der Verteilung der Ressourcen. Es ist nicht unbedingt eine Frage von mehr Ressourcen, sondern eine Frage von, wie gehen wir mit den Ressourcen um. Sie hat das schon deutlich angesprochen. Es lohnt sich, da hinzuschauen. Also, genauer hinzuschauen. Es ist eine Binsenweisheit. Man braucht Ressourcen, man braucht auch Wissen, aber man muss aufpassen, dass hier nicht diese Ressourcenknappheit immer benutzt wird, um andere Interessen, das Argument der Ressourcenknappheit benutzt wird, um andere Interessen zur Geltung zu bringen. Wenn das dann geschieht, und das ist meine These, dann wird letztendlich etwas in Gang gesetzt, was fast schon faustischen Charakter hat, nämlich dass das Gesundheitswesen seine Seele verkauft. Und es ist gar nicht weit hergeholt. Ich will kurz an der Stelle an Goethes Faust erinnern, der ja zum Skanten noch in der Person ein bisschen zu sehen, zur Mehrung des eigenen Ruhms und auch zur Sicherung von Herrschaft dann eben mit Mephisto paktiert. Aber Mephisto ist, und das ist ganz wichtig, Sie sollten mal den Goethe noch mal vornehmen und ein bisschen lesen, auch die Literaturwissenschaft hat sich dem angenähert, ist an der Stelle gar nicht jetzt, redet er gar nicht über den Teufel, sondern er redet letztendlich über den aufkommenden Kapitalismus. Goethe war seinerzeit Finanzminister und in Weimar und 10 Jahre lang und wusste sehr genau Bescheid über Ökonomien, was in der Zeit geschah. Und er schildert im Faust letztendlich die Wirtschaft, den Faust als Unternehmer und die Wirtschaft als Fortsetzung der Alchemie, nämlich so als gelänge es, eine Wertschöpfung zu leisten aus dem Nichts heraus. Im Faust 2 wird das Papiergeld eingeführt und es wird deutlich gemacht, dass letztendlich aus dem Nichts heraus dann auch tatsächlich alles sich verändern lässt. Marx, um das nochmal zu erwähnen, hat übrigens seine Kritik in den philosophischen Manuskripten, in den ersten Texten, an der Geldwirtschaft mit explizitem Bezug auf Goethe gemacht und hat gesagt, es ist das Problem, dass das Geld offenbar, das Geld der Geist aller Dinge wird und insofern ist hier in der Verbindung zwischen dem Geld, dem Kapital und der Wissenschaft auch dieses Problem anzusiedeln. Wem das jetzt zu weit hergeholt sei, den will ich Ihnen kurz sagen. Steinbrück sagt immer, die Banker sind Mephistos. Kürzlich hat im Fernsehen Daniel Cohn-Bendit über den Ackermann, der besagte Ackermann, der hier auftritt, und hat gesagt, er sei Mephisto. Der Bundesbankchef Weidmann sagt über den EZB-Chef, er sei Mephisto. Ich bin jetzt gar nicht darauf aus und sage, ja, das ist noch ein Mephisto sein soll, sondern für mich sind das alles eher Vertreter des Faust. Das sind alles Leute, die letztendlich sich diesem Prinzip der Geldwirtschaft und dem Kapitalismus ergeben haben und in der Wirtschaft so etwas wie einen göttlichen Schöpfungsprozess. Die Wirtschaft, die jetzt so strukturiert ist, nämlich getragen von der Rendite und der Idee des Profitmachens.
Ich glaube, in diesem, und deswegen war ich so aus auf das Konzept in den Kongress, schwingt immer noch ein bisschen was davon mit. Ja, sie wollen Davos kopieren, sie wollen die machtvollen Akteure zusammentragen, zusammenbringen und von dieser Warte aus sozusagen die Welt aus den Angeln legen. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, das Problem, weil letztendlich dann diejenigen, die eigentlich dafür zuständig wären, ausgehebelt werden. Ich würde kurz was über die WHO sagen, aber ich kann jetzt auch eine Diskussion machen an der Stelle und über das Problem der Demokratie, weil nämlich unter diesen Voraussetzungen die Menschen, die eigentlich notwendig wären, an einem Summit teilzunehmen, gar nicht da sind, nämlich die Betroffenen, deren Gesundheit es geht. Oder die sozialen Bewegungen, die sich zum Beispiel Teilnehmergebühren von 900 Euro nicht leisten können und auch dann, wenn sie reduziert werden, für Nicht-OECD-Länder um 390 Euro betragen, immer noch nicht leisten können. Wir diskutieren mit der WHO, mit der Weltgesundheitsorganisation, die beiläufig eigentlich dazu da ist, genau so eine Veranstaltung zu organisieren und zu betreiben, aber nicht imstande ist, das zu tun. Diskutieren mit der WHO, gerade letzte Woche gab es ein Gespräch, als NGOs mit den Leitern der WHO, wie man sicherstellen kann, dass soziale Bewegungen an solchen Veranstaltungen teilnehmen kann. Das geht eben nicht nur über die Reduzierung von dem Teilnehmerbeitrag, sondern es erfordert letztendlich, dass man sie fördert, dass man ihnen die Flugtickets bezahlt, dass die Leute herkommen können, dass sie am Tisch sitzen können. Solange das nicht der Fall ist, solange eben nur ein paar Leute zusammensitzen und die Gesundheitsprobleme der Welt diskutieren, ist die Gefahr extrem groß, dass Wissen produziert wird, was in die falsche Richtung geht. Und an der Stelle mache ich jetzt mal Schluss. Ich werde es nachher im Detail ausführen können, was wir uns dabei vorstellen. Vielen Dank, Thomas Geber. Ich versuche mal, so diese erste Runde so ein bisschen zu staumeln zum Weitergehen. Wir haben die drei Thesen von Silke Helfrich gehört. Intellektuelle Eigentumsrechte führen in die gesundheitliche Katastrophe. Freies Wissen senkt die Gesundheitskosten erheblich und eine Zeitverausgabungs- und nicht Einsparungslogik muss die Produktion oder die Lebensweise bestimmen. Wir haben von Wolf Rosenbrock gehört und auch von Thomas Geber verstärkt die Vermarktwirtschaftlichung von Gesundheitspolitik. Ein Prozess, den wir nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern eigentlich zunehmend in allen Lebensbereichen haben, alle Lebensbereiche, die zunehmend der Privat- oder betriebswirtschaftlichen Denken untergeordnet werden. Ich bin ja US-Redakteur, wenn man den US-Wahlkampf verfolgt, dann kann man davon sehr viel hören, gerade und sehr offen auch hören und in den USA ja ohnehin mitkriegen. Und wir haben gehört die Frage, wie geht man nun damit um, an welchen Punkten versucht man eigentlich was zu verändern. Einerseits der übergroße Einfluss und der Versuch der Beibehaltung oder Herstellung von Dominanz seitens derjenigen, die Verwertungsinteressen haben, immer stärker im Zusammengehen mit einerseits Staat, andererseits Wissenschaft. Und die Gegenansätze, die in sowas wie den Commons liegen, um was anderes zu versuchen. Wir sind uns nicht wirklich einig geworden über die Frage, hingehen zum Weltgesundheitsgipfel oder nicht, weil nicht hingehen, weil bringt eh nichts, wie Rolf Rosenbrock sagt, ist was anderes als sagen, NGOs müssen die Flugtickets bezahlt kriegen, um dahin zu gehen. Das ist zumindest erstmal nicht das Gleiche. Für mich stellt sich ein paar Fragen. Wenn ich das versuche, so, ja, kriegst schon noch Zeit darauf zu sagen. Ich überlege mir so, wer ist jetzt eigentlich Adressat von Forderungen, die man, wenn man das ideal verfolgt, Gesundheitspolitik, wie Rolf Rosenbrock sagt, als reine Lehre, also als eine Politik, die Prävention, Lebensweise, Abwesenheit auch von Armut und Ungleichheit, die ebenfalls krank machen, verfolgt. Wer ist der Adressat? Muss man die Pharmaindustrie anprangern? Muss man von den Regierungen eine andere Politik und Politikförderung, Politikdurchsetzung fordern? Muss man die Wissenschaft angehen und sagen, macht euch nicht abhängig von Drittmittelforschung und von diesem Modell der Partnerschaft mit den Verwertungsinteressen. Wer ist es? Und was sind eigentlich für die Commons die größten Hinderungsgründe? Warum haben wir das nicht eigentlich alles schon längst, wenn es diese wundervollen Projekte überall gibt? Warum sind sie dann nicht weiter, als sie bis jetzt sind? Vielleicht fangen wir auch mit Ihnen an, Frau Helfrich. Es gibt ja sozusagen nicht nur im Zungenschlag, sondern auch konzeptionell durchaus einen Unterschied zwischen der Diskussion über
das öffentliche oder die öffentlichen Güter und die Commons. Und deswegen bin ich auch an diesem Austausch mit der ganzen Gesundheitsszene sehr interessiert, ja, weil ja dort die Frage, wie kriegen wir Commons in einem Bereich, der sehr von öffentlichen Infrastrukturen und öffentlicher Daseinsvorsorge dominiert ist und dadurch strukturiert ist und dadurch auch eine Lebensrealität geworden ist, wie kriegen wir da wieder die Idee von Commons rein, die nämlich insofern unterschiedlich ist, als dass wir, dass sozusagen öffentliche Güter und öffentliche Daseinsvorsorge immer so ein vorgesorgungstechnischen Hang hat. Also dann sozusagen genau da landet, dass wir jetzt irgendjemanden schuldig erklären müssen, zum Beispiel den Staat und die Regierung soll doch mal. Dabei ist es ja genau dieselbe Regierung, die dann sich eben hinsetzt und die WTO-Verträge unterschreibt und dann Indien zwingt, eben auch Patente einzuführen auf Medikamente und so weiter und die ganze Welt natürlich gleich mit. Ich glaube, das Haupthindernis, also was ich damit sagen will, ist, dass es eine Begrenzung im Denken ist, wenn wir uns auf dieses öffentlich-privat, auf diese Dichotomie öffentlich versus privat einlassen, dass es da noch etwas Drittes gibt, etwas Jenseits, etwas, was uns auch selbst sozusagen in diese Co-Verantwortung unserer eigenen Lebensverhältnisse zu reproduzieren wieder bringt und unsere Rolle darin auch deutlich macht. Und Commons sind eigentlich die Auseinandersetzung um die Frage, wie können wir bedürfnisorientiert und auch beruht auf so einem so eine Idee von Freiheit in Verbundenheit, also nicht von dem isolierten Individuum, unsere Lebensverhältnisse reproduzieren, und zwar in allen Lebensbereichen. Und insofern, also das ist eine Hürde, dieses Denken in Dichotomien, privat versus Staat, wobei es doch der Staat ist, der diese betriebswirtschaftliche Denke sozusagen mit reproduziert. Und das nennen wir im Vorwort zu diesem Buch auch das Markt-Staat-Duopol. Also für mich ist die größte Hürde nicht, oder die wichtigste Frage, die wir lösen müssen, nicht an wen wenden wir uns, sondern für mich ist die wichtigste Frage, die wir beantworten müssen, ist, wie schaffen wir es, diesen Blickwechsel, diesen Perspektivwechsel in den Kopf eines jeden zu kriegen, gleich ob der Wissenschaftler ist, in einem privaten Unternehmen arbeitet oder im Ministerium sitzt. Es ist ein bisschen wie, wenn Sie sich diese Bilder, diese Schwarz-Weiß-Bilder anschauen, wo Sie den Kopf einer alten Frau oder den einer jungen Frau sehen. Und Sie können ganz lange nur das eine wahrnehmen. Auf einmal macht es Klick und Sie können diesen Perspektivwechsel vornehmen. Und wenn das einmal passiert ist, werden ganz viele Verhältnisse, die Sie bisher für normal gehalten haben, unplausibel. Zum Beispiel die Idee, was weiß ich, Patente brauchen wir for Return on Investment. Das wird auf einmal unplausibel, weil sie die andere Hälfte der Welt sehen lernen. Und diesen sozusagen Blick in die Welt öffnen, jenseits der Dichotomien, in denen wir es gewohnt sind zu denken und uns rauszunehmen aus dieser Illusion, der Staat wird es richten, weil der jetzt die Misere mitzuverantworten hat, ist eine wesentliche Bedingung dafür, dass wir einen Schritt weiterkommen. Und das heißt für mich in dieser Diskussion, dass ich zum Beispiel Sie sehr gut verstehen kann, wenn Sie sagen können, Sie gehen da nicht mehr hin, weil das nämlich zu Depressionen führt, wenn man sich das 40 Jahre antut. Sie haben es überständig schön mit. Vielleicht haben Sie auch die richtigen Medikamente gekriegt. sondern auch nicht der Illusion zu folgen, wenn da ein paar mehr Leute von den NGOs sitzen, wird das anders. Ich war neulich mal eingeladen zu einem Kongress, der geht über Agrarpolitik. Und da durften dann 20 NGO-Teilnehmer teilnehmen. Und die oben gesprochen haben, das war ein Vertreter von der Bill und Melissa Gates Stiftung und ein anderer Vertreter, ich glaube, von der Public, wie nennt sich das? Public? Nein, also der Öffentlichkeitsarbeit eines privaten Unternehmens im Agrarsektor. Public Relations, genau. Eines Saatgutunternehmens. Da galten dann als Vertreter der NGOs und die anderen 20 saßen da drin und haben nichts gesagt. Und das finde ich überhaupt nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, dass die anderen 20 ihre Räume finden, ihre Denkräume zu erweitern, Zeit finden, ihre Denkräume zu erweitern, sich zu vernetzen und gerade sozusagen in den Medien so zu kommunizieren, dass die ganze Absurdität dessen, was dort passiert, ins öffentliche Bewusstsein.
eindringt. Statt jeden Morgen sozusagen 3 Minuten Börsennachrichten zu hören, ein paar von diesen Fällen zu erzählen, beispielsweise große Partnerschaft draußen, jenseits dieser Räume, von der Zivilgesellschaft, von allen Betroffenen, das sind ja bei diesem Thema wir alle mit den Medien, das finde ich sinnvoll. Ja, vielleicht schließen Sie direkt an. Auch nochmal zu dieser Frage, wo ist denn Interventionsraum? Auf wen muss man einwirken? Sie helfen ja gesagt, man muss sich von der Idee lösen, der Staat könnte es richten, weil der reproduziert das ja alles mit. Man könnte da entgegensetzen, naja, nun, vielleicht wäre es aber auch nicht schlecht, mal den Staat aus dem Zugriff von diesen Interessen wieder zu befreien, in der er zunehmend hineingeraten ist, inklusive des Lobbyzugriffs auf Parlamente. Das ist ja nicht nur in den USA als bekanntestes Beispiel für virulenten Lobbyismus, sondern durchaus auch in vielen anderen Ländern auch der Fall, und sagen, das lohnt sich trotzdem da reinzugehen. Das ist Ihre Position. Also meine Position klingt eher sozialdemokratisch. Man muss das eine tun und darf das andere nicht lassen. Also es ist sicherlich, käme mir etwas wolkenschieberhaft vor, Strategien zu formulieren, wo der Staat gar nicht vorkommt. Weil natürlich ist der Staat auch kein Block, auf den man keinen Einfluss hat. Denn ein Einfluss unmöglich ist. Natürlich gibt es da Dealenritzen, gibt es Widersprüche, die man nutzen kann, gibt es Kompromissmöglichkeiten an dem einen oder anderen Punkt. Aber das ist für mich mehr sozusagen die erleichternde und adjuvante Aktivitäten für das Eigentliche. Und das Eigentliche ist für mich eigentlich, dass ich aus so einer aus 30, 40 Jahren Gesundheitsforschung für mich interessiert, wie kann man diesen Satz, wir sind die 99% und ihr seid die 1%, tatsächlich handlungsmächtig machen. Eine soziale Determinante von Gesundheit, die ich eben nicht genannt habe, besteht ja darin, dass wir wissen, empirisch wissen, dass je ungleicher die Einkommensverteilung in Ländern ist, desto schlechter ist die gesundheitliche Lage der Bevölkerung. Und das ist nicht so trivial, weil es dann da mehr Arme gibt, die früher sterben, das wüsste man eh, sondern auch den Reichen geht es ja schlechter. Ein gleich gut situierter Mann in Schweden ist gesundheitlich statistisch besser dran als ein gleich gut situierter Mann in Großbritannien, weil in Schweden die Ungleichheit ein bisschen kleiner ist. Das ist ja sozusagen dieses von Richard Wilkins und Kate Pickett, das in Deutschland unter dem vollkommen absurden Titel beim 2001 erschienen, Gleichheit ist Glück, das meint das Buch nicht, das sagt das Buch nicht. Aber der Untertitel der englischen Originalausgabe, der sagt genau, worum es geht. Why more equal societies almost always do better. Dass sozusagen in Ökonomien mit größerer Gleichverteilung nicht nur die Lebenserwartung und die chronische steigt, die chronischen Erkrankungen sinken, auch die Teenage-Pregnancy, die Drogen, der Knast, alles, was so ein soziales Problem ist, ist einfach untrennbar verbunden mit der Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung. Und da ist der Staat wirklich ein schlechter Adressat. Das hat er auch empirisch unter Beweis gestellt, denn wir leben halt in der Gesellschaft, wo das rapide auseinandergeht, obwohl die Thematik, wir müssen mehr auf Gleichheit orientieren, überhaupt keine Resonanz im politischen Bereich hat. Deswegen sind für mich soziale Bewegungen nach wie vor der zentrale Adressat, weil ich in jeder sozialen Bewegung, die in diese Richtung sehe, auch eine Gesundheitsbewegung sehe. Ich will jetzt nicht die ganze Welt unter ein Gesundheitsparadigma zwingen, aber dass alle sozialen Bewegungen, sei es mit Ökologie oder gewerkschaftlichen Bewegungen, die guten alten Bekannten, Frauenbewegungen und Schwulenbewegungen, wie sie alle heißen, alle irgendetwas mit Gesundheit zu tun haben und Gesundheit produzieren, wo sie erfolgreich sind, ist für mich schon ein ganz zentrales Ergebnis von jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesem Gebiet. Und wie gesagt, wo man da mit dem Staat irgendwas machen kann, habe ich nichts dagegen. Aber sozusagen, der ist sicherlich nicht der Träger solcher Strategien. Und die andere Seite des Kampfes ist ja immer der Abwehrkampf. Und da bin ich halt Forscher und Wissenschaftler und Akademiker, der das natürlich einfach nervig findet, dass Ressourcen, Aufmerksamkeit sozusagen absolut nicht nach empirisch evidenten Größen verteilt werden, sondern nach Machtpotenzial, nach Standespolitik und nach Kriterien, die jeweils mit dem behaupteten Gegenstand, man wolle Gesundheitspolitik machen, einfach nichts zu tun haben.
sondern ganz anderen Logiken folgen. Und dann gibt es eben wieder für den Versuch, ja, dann machen wir halt eine Public-Private Partnership, da haben wir doch beide im Boot. Das sind dann diese Scharnierkonzepte, diese Formelkompromisse, die dann aber auch sozusagen regelmäßig dazu führen, dass der Private in der Partnership hinterher der Gewinner ist. Das weiß man eigentlich auch nach vielen, vielen Erfahrungen deutlich. Und man weiß auch, man kann es auch beobachten, dass auch sozusagen solche wunderbaren philanthropischen Unternehmen wie Bill und Melinda Gates Stiftung. Was verfolgen die denn für Gesundheitsziele? Technische Lösungen. Sie wollen impfen. Sie wollen Arzneimittel entwickeln. Sie wollen Arzneimittel preissenken, ohne den Marktmechanismus außer Kraft zu setzen. Und sie übernehmen beiläufig noch die WHO. Also das ist jetzt zu viel gesagt, aber die WHO ist durchaus nicht frei von diesen Einflüssen. Und sie kann auch nicht anders sein. Die WHO, glaube ich, hat insgesamt für die gesamte Welt so viele Ressourcen wie die Charité für Berlin. Ja, ich glaube, mehr Geld hat sie nicht. Das hat mir Ilona Kickbusch mal vorgerechnet. So ist das. Die Weltgesundheitsorganisation verfügt über so viele Ressourcen wie ein mittleres Universitätsklinikum einer größeren Stadt. Und dann kommt die Bill and Melinda Gates Stiftung und hat ungefähr das 40-fache. Und dann redet man über Machtgleichgewicht und Public-Private Partnership. Das ist einfach ein Feld, das kann man betreten. Man kann eben auch zum World Health Summit reingehen. Aber man kann auch einfach sich überlegen, nicht nur, wo fühle ich mich besser, das ist schon für ein relevantes Kriterium, das sehe ich auch, sondern wo liegen eigentlich die Chancen? Liegen da die Chancen? Also ich bezweifle das. Ich habe da auch noch keine wirklich anfassbare Gegenevidenz, die mich in diesem zugegeben etwas hilflos linksradikalen Standpunkt irre machen können. Gut, das ist nachher von dem hilflos linksradikalen Standpunkt. Ich bin sehr froh über den Begriff der Glaubenssätze, weil da das Wort Glaube drin steht. Und das hat etwas, weil wir gerade über Realismus gesprochen haben, über Rationalität und dann kommt plötzlich das Wort Glaube rein, was ja nicht so ganz mit Aufklärung, mit Rationalität einhergeht. Genau das ist der Punkt, finde ich. Und das macht auch die Schwierigkeit aus, Dieter, warum es so schwierig ist, diese Verhältnisse zu verändern. Dieser Kapitalismus, von dem wir reden, und dem Hintergrund ist immer mitspannend, in all den Erklärungen, die wir gebracht haben, ist ein Kult. Er ist etwas, der nicht bewiesen ist. Ein sehr zerstörerischer Kult, wie Walter Benjamin damals gesagt hat. Aber etwas, was kaum wissenschaftlich bewiesen ist oder sich beweisen lässt, sondern einfach da ist und gepflegt wird. Und einen solchen Kult wieder loszuwerden, ist unglaublich schwierig. Sie werden jetzt sagen, Sie sind nicht differenziert, was ich sage. Es ist in dem Moment eine kulturtheoretische Antwort auf die Vorstellung, man könne alles auf diese Weise feinsäuberlich in kleine differenzierte Partikel verteilen und aufteilen. Das genau führt nämlich in die Irre. Ja. Im Englischen ist dieses angekommen. Da wird heute darüber diskutiert, wir müssen beyond Pragmatismus gehen. Wir müssen diese Haltung überwinden und müssen zu ganz anderen Grundlagen kommen, die möglicherweise dann für das Gesundheitswesen bedeuten, dass es absolut unsinnig ist, Gesundheit mit kapitalistischen Prinzipien zu koppeln. Und deswegen gibt es eine Überlegung, die sagt, lasst uns um Gottes Willen Gesundheit als eine geschützte oder Ausbildung, Erziehung und Universitäten, alles Bereiche rausnehmen aus diesem besonderen Verhältnis, was geregelt wird über Privateigentum. Und das ist auch eine Definition der Commons. Und da will ich hier sagen, das wäre richtig. Das Verhältnis untereinander in diesen in solchen Gemeingütern, wie zum Beispiel Gesundheit oder Erziehung, darf nicht geregelt werden über die Verfügungsgewalt über Privateigentum, sondern sozial. Marktakteure, die können dort vielleicht auftauchen. Man kann eine private Apotheke oder einen privaten Arzt haben, aber es muss absolut reglementiert sein an der Stelle. Und an der Stelle stellen wir fest, dass es nicht funktioniert, dass das Reglement nicht stärker geworden ist, sondern schwächer geworden ist in all den Jahren. Und die Tendenz geht also in eine ganz andere Richtung, in nicht weitere Differenzierung, sondern in eine undifferenziertere Weise, die diesem Kult des Kapitalismus noch mehr Rechnung trägt. Deswegen habe ich vorhin von dem Franz gesprochen. Ich
würde dich aber trotzdem gerne noch bitten, wenn du das Mikro noch hast. Es war ja die Frage nach Vernetzung. Sir Helwig hat gesagt, Vernetzung nur der Gesundheitsorganisationen bringt nichts, sondern wir brauchen eine Vernetzung der 99%, die dem allgemeineren Gesundheitsbegriff Rechnung trägt. Danke dazu. Also wir werden versuchen, alles zu tun. Ein-Punkt-Bewegungen sind immer nur erfolgreich in dem einen Punkt, wenn sie gut sind. Ja? Aber sie schaffen natürlich nicht die Veränderung, die eigentlich notwendig ist, um im Sinne der Social Determinants of Health das gesamte Spektrum des Lebens auch tatsächlich zu erfassen. Deswegen wird es nicht anders gehen, wenn jetzt Gesundheitsleute mit all den anderen Bewegungen ins Gespräch kommen und gemeinsam an diesen Dingen arbeiten. Sie brauchen dazu, das wird vielleicht nicht organisatorisch möglich sein, aber sie brauchen die gleiche Fantasie, die gleiche Idee, ein gleiches Konzept, ja? Die gleiche Idee. Und das ist eben in diesem Gedanken der Commons oder in dem, was historisch damit auch verbunden ist, gemeint, das ist ja nicht unbedingt ganz neu gefasst. Das kann Bewegungen vereinen, ohne dass sie jetzt physisch sich immer treffen müssen. Ja, sie arbeiten an den gleichen Ideen, den gleichen Gedanken in den jeweiligen Bereichen. Das ist eine etwas gute Sache, die, glaube ich, uns an der Stelle weiterbringt. Noch einen kleinen letzten Satz zu dem, geht man da rein oder nicht, weil das habe ich vorhin unbeantwortet gelassen. Ja? Die Tatsache, dass wir hier sitzen, heißt, wir sind nicht reingegangen. Wir gehen nicht rein. Wir gehen so lange nicht rein, wie nicht daraus etwas anderes geworden ist. Wir haben, um ein anderes Beispiel zu sagen, bei der Weltgesundheitsorganisation ein gleiches Problem gehabt. Da ist uns vorgeschlagen worden, so etwas wie ein World Health Forum einzurichten. Kein Summit, sondern ein Forum, wo alle Akteure zusammenkommen, Privatwirtschaft, NGOs, soziale Bewegungen, gemeinsam relevante Dinge zu besprechen. Wir haben gesagt, nein, als NGOs, als soziale Bewegung, als People's Health Movement der Welt, weil wir es so lange nicht machen, wie die Machtverhältnisse und die Interessen nicht geklärt sind. Wir wollen nicht ein Feigenblatt sein für etwas, was dann hinterher an andere Weise ausgekündigt wird. Und wir sind deswegen mit der WHO jetzt in Verhandlungen, um zu klären, erstens der Definition, wer sitzt dort, aus welchen Gründen sitzt man dort, welche Möglichkeiten hat man und so weiter. Das muss alles viel differenzierter, jetzt muss nicht den Begriff aufbetrachtet werden, als es gemeinhin getan wird mit dieser schwammigen Idee, ein runder Tisch löst alles. Das tut er nämlich nicht, der runde Tisch, der verschleiert erstmal nur. Achso. Also mich als Wissenschaftler hat natürlich die Kritik, dass hier nicht genug differenziert wird, tief getroffen. Und sie trifft auch. Wir sind hier heute Abend nicht sehr differenziert. Da haben Sie schon recht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Förderung von Kleingewerbe mit Mikrokrediten in Tansania zur Verbesserung der Versorgung mit Wasser und Bildungsgütern und Grundnahrungsmitteln und Transportmitteln ein wesentliches Fortschritt bedeuten kann. Das will ich, habe ich, glaube ich, auch hier keiner im Saal ernsthaft in Zweifel gezogen. Ich glaube, worauf wir uns, also worum wir uns einig waren, glaube ich, bleiben sollten, ist, dass Strategien für mehr Gesundheit nicht über die Logik des Warentauschs realisiert werden können. Das ist erstmal eine kritische Aussage und noch keine sehr konstruktiv strategische. Wenn ich jetzt konstruktiv strategisch werden soll, bin ich erstens überfordert, kann zweitens aber sagen, für mich würde das anfangen, die Debatte von einem anderen Reichtumsbegriff auszugehen. Da bin ich dann ziemlich nah mit Bernhard Hilfrich, habe für Herrn Konzept was noch ein bisschen überwölbender ist als das der Commons, nämlich, dass ich sage, dass die Messgröße, in der wir Reichtum messen in der Welt, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, völlig falsch ist. Je mehr Kranke wir haben, desto größer sind die Medizinumsätze, desto größer ist das Bruttoinlandsprodukt. Je mehr Autounfälle es gibt, desto mehr Autos werden repariert, desto mehr wächst das Bruttoinlandsprodukt. Das ist einfach eine vollkommen irreführende Ziffer, vor allen Dingen, weil sie durch Durchschnittsbildung dann die sozial bedingte Ungleichheit von Lebenschancen verhüllt. Deswegen wäre für mich der große Schritt, und worunter sich ja wahrscheinlich eigentlich alle mir bekannten sozialen Bewegungen zunächst mal vereinigen könnten, eine andere Zielkonzeption. Die ist dann sehr viel besser ausgedrückt mit dem Konzept der Verwirklichungschancen, hier von Amartya Sen und Martha Nussbaum formuliert worden ist. Und Amartya Sen hat den Ökonomie-Nobelpreis und nicht so was Softes
wie für Frieden in der Literatur bekommt, weil er nämlich dieses als weltweites Reichtumsmaß vorgeschlagen hat. Eine Gesellschaft ist dann reich, wenn sie alle ihre Mitglieder, und zwar unter besonderem Blick auf die Verminderung von sozialbedingter Ungleichheit, Verwirklichungschancen bietet. Und dafür gibt es Grundvoraussetzungen wie Bildung, Wasser und Zugang auch zu Krankenversorgungsdiensten, selbstverständlich. Und wie man das jetzt erreicht, das tritt jetzt wieder ein bisschen Richtung Wolfgang Wodak von eben, da kann durchaus auch Wettbewerb mal eine sinnvolle Rolle spielen. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Nur was die Gesundheitsökonomie, um diesen kleinen Schlenker zu machen, die guckt immer auf das Gesundheitswesen und ist dann zufrieden, wenn da irgendwie die Akteure ein anmutiges Ballett nach den Vorstellungen der Mikroökonomen tanzen, nämlich anmutig Wettbewerb betreiben und gucken eben gar nicht mehr auf das Ziel. Wenn Gesundheitspolitik auf Versorgungsziele guckt und sagt, welche Instrumente sind dafür nützlich und welche ist es immer ein Instrumentenmix. Ich glaube nie, ich habe noch nie in der Welt irgendwas gesehen, was anders als über irgendwie gemischt wird, vernünftig funktioniert, wenn es nicht irgendwie gemischtwirtschaftliche Aspekte hat. Das ist irgendwie mehr eine Erfahrungsbeobachtung. Aber das Entscheidende ist die Richtung. Und die Richtung einfach auf Mehrung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf halte ich für die grandiose Fehlorientierung, eine globale Fehlorientierung, wo sich alle auch verbrecherischen Interessen darunter verstecken können und ihre Tänzchen machen können. Wenn man dagegen sagt, wir brauchen eine Gesellschaft, die die Verwirklichungschancen für alle ihre Mitglieder maximiert, um auf diese Weise sozusagen zu einem Maximum dessen, was Matthias Sen Functionings nennt, also sozusagen Lebensverwirklichung. Das ist auch kein rosa-rotes Wölkchen. Da gibt es in Form von der UNDP, der Lebensqualitätsindex, ist relativ dicht dran an dem, was man da so empirisch messen kann. Und wenn man sagt, das ist erstmal die Zielkonzeption und wir gucken dann sozusagen, welche ökonomischen Instrumentarien, die mögen von Weltgegend und Problemgebiet immer ganz unterschiedlich sein, sind am besten geeignet, uns diesem Ziel näher zu bringen, dann haben wir aus meiner Sicht einen Rahmen, der erstens im hohen Grade verständigungsfähig ist, sowohl zwischen sehr verschiedenen sozialen Bewegungen. Und wir haben vor allen Dingen einen gemeinsamen Maßstab, auf den wir uns beziehen können und Erfolge und Misserfolge konstatieren können. Und können dann auch sagen, zum Beispiel die Orientierung an den großen philanthropischen Stiftungen mit den Strategien, die die vertreten, ist eine Fehlentwicklung. Der Umgang mit geistigem Eigentum ist von diesem Maßstab gemessen eine Fehlentwicklung. Die Monopolisierung von menschlichem Wissen, egal wie viel Tote das kostet, ist eine Fehlorientierung. Dann haben wir aus meiner Sicht in der Perspektive eben eine Konzeption, die sowohl sozusagen kritikfähig macht, wie auch gestaltungsfähig macht. Fragen Sie mich allerdings bitte nicht, wie wir dahin kommen, dass diese Orientierung dominant wird. Denn das ist die Frage, um die wir eigentlich heute Abend alle hier herumkreisen und die uns wahrscheinlich auch eben fast ebenso hilflos nach Hause gehen, dass wir gekommen sind, außer mit dem guten Gefühl, dass wir nicht alleine da sind.